herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Channel. Es geht heute mal wieder um eine Videorezension, um ein Buch, wie jeden Freitag inzwischen. Und zwar um Regentropfenglück von Jana Fry. Ja, das Buch hat 350 Seiten, kostet 7,99 Euro, ist erschienen im Arena Verlag und wurde mir von diesem auch zur Verfügung gestellt. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Ja, wie bin ich überhaupt auf das Buch aufmerksam geworden und warum wollte ich das gerne haben? Ich habe die Autorin verwechselt, und zwar Jana Fry, und ich habe ja so ein super Namensgedächtnis, nicht? Also Namen und ich lese das Buch, und während ich das Buch lese, habe ich schon wieder die Namen vergessen. Namen sind für mich Schall und Rauch, Geschichten und Gesichter vergesse ich aber nicht. Das ist bei mir einfach so. Ja, und deswegen habe ich die Autorin verwechselt, nämlich mit Anne Freitag. Peinlich, aber ist so. Hatte Jana Fry eigentlich gar nicht auf den Schirm, aber ich fand eben Regentropfenglück diesen Titel ganz putzig gewählt, und das Cover fand ich auch ganz ansprechend, und dann wollte ich eben das Buch haben. Aber wie gesagt, eigentlich war das ein Fail meinerseits. Es geht in dem Buch um Nisha und es geht um Ben. Ben lebt in einer ganz verrückten Familie. Er wird auch wegen seiner Familie gemobbt in der Schule oder geärgert. Ben ist 16 Jahre alt und Ben war noch nie verliebt und hatte noch nie eine Freundin, eben aufgrund seiner Familienverhältnisse. Denn seine Eltern, die leben eine Art offene Beziehung und haben viele Partnerwechsel und leben das auch ganz offen. Und Ben kriegt das halt von ganz klein auf immer mit, immer Streit, immer Partnerwechsel, offene Beziehung, ganz dubios. Und in seiner Schule wissen das eben alle. Und ja, er wird eben deswegen geärgert. Und ja, er ist sehr zynisch auch so, was so das Leben betrifft oder was Beziehungen betrifft, einfach aufgrund seiner Familienverhältnisse. Und es gibt Nisha. Ist neu an der Schule, ist immer komplett schwarz gekleidet und sie ist so ein bisschen anders als andere Mädchen. Man weiß nicht so genau, was anders an ihr ist. Sie ist so ein bisschen in sich gekehrt, sie ist ein bisschen seltsam. Sie liebt ihre Familie über alles, und wie soll es anders sein? Ja, Ben verguckt sich natürlich in sie, versucht sie zu erobern, und das macht er auch ganz süß und ganz niedlich, und indem er ihr einfach zum Beispiel im Regen Spaghetti kocht oder er singt ihr Liebeslieder. Er versucht sie einfach von sich zu überzeugen, und irgendwann kann sie auch gar nicht anders. Sie hat Ben auch unglaublich lieb. Ja, mehr kann ich auch nicht erzählen, sonst würde ich nämlich spoilern. Es ist nämlich so, wenn man dieses Buch liest, denkt man, naja, man hat halt so eine Jugendgeschichte, es geht halt um die Liebe, so ein bisschen schnulzig, ein bisschen locker, lässig, leicht. Und ja, ich muss auch sagen, dass ich mir am Anfang ganz schwer getan habe mit dem Buch, weil dieser Schreibstil und die Sätze sind so einfach gehalten zum Teil, dass ich das Gefühl habe, ich lese ein Kinderbuch. Ich meine, ja, es ist ein Jugendbuch, aber die Protagonisten sind doch schon 16 und es geht auch um Alkohol und um sexuelle Kontakte und so. Also es ist nichts pikant geschrieben, aber schon so allgemein halt, ne? Und ja, da passen so einfache Sätze einfach nicht, weil ich habe das Gefühl gehabt, am Anfang ein Buch zu lesen, das so ab 13 ist, und die Protagonisten sind einfach schon 16. Ja, dann habe ich so ein Problem gehabt, eben dadurch, dass Bens Familie eben so viele, so ein Chaos herrscht in seiner Familie, wurde mit unglaublich vielen Namen um einen geschleudert, und Nisha hat ja auch Geschwister und Eltern, und alle hatten da so Namen, und dann die Klassenkameraden, es wurde einfach mit vielen Namen um sich geschmissen, und da habe ich mir dann wiederum ein bisschen schwer getan, das alles so zuzuordnen. Ging aber dann. Die Geschichte selber ist im Wechsel geschrieben zwischen Nisha und Ben. Also wir haben immer einen Absatz Nisha, einen Absatz Ben, was eben bei den beiden so passiert. Aber wir haben keine Kapitel, und ich hätte mir von der Aufteilung her vielleicht noch Kapitel gewünscht. Das ist aber mehr so ein optischer Leseluxus. Das tut jetzt der Geschichte keinen Abbruch. Ja, genau, so ging es mir halt die ersten 100 Seiten, und ich habe halt gedacht, ja, ich löse was locker lässiges, und es wurde auch immer schöner zum Lesen, und ich mochte die beiden immer mehr und mir hat es auch Spaß gemacht, und ich habe mir irgendwann gedacht, was soll denn jetzt noch passieren? Und dann macht das Buch einen Twist, wo ich mir gedacht habe, Leco mio, was ist denn jetzt los? Plötzlich wird die Geschichte ganz, ganz, ganz ernst.
ganz, ganz, ganz schrecklich. Und in meinem Kopfkino, ich meine, es wird nichts explizit beschrieben, aber in meinem Kopfkino habe ich mir nur gedacht, oh mein Gott, nein. Das arme Mädchen und oh mein Gott! Also es wird auf einmal so spannend und so traurig und das ging mir dann so ans Herz und ich habe mir nur gedacht, oh mein Gott, das arme Mädchen. Und dann macht aber das Buch nochmal einen Twist, also, oder die Geschichte. Und das auf den letzten 100 Seiten nimmt eine Wendung, die ich absolut, absolut nicht erwartet hätte und die so tiefgehend und ergreifend ist. Wahnsinn, plötzlich war der Schreibstil vergessen, plötzlich waren diese blöden Namen vergessen, weil Jana Frey hat auch nicht so, nicht die besten Namen gewählt, meiner Meinung nach. Plötzlich war alles vergessen und ich konnte nur an Nisha denken und ich konnte an Ben denken und wie erwachsen Ben eigentlich ist. Und deswegen haben auch diese einfachen Sätze nicht gepasst, weil Ben ist so ein toller Protagonist. Er ist so reif und so erwachsen und fürsorglich und so ein unfassbar netter Mensch einfach. Ja, genau. Und deswegen hat mir das Buch dann letztendlich trotzdem wahnsinnig gefallen. Und am liebsten würde ich jetzt mit euch diskutieren, wie denn die Geschichte war und wie der Verlauf war. Also wenn ihr das gelesen habt, bitte schreibt mir da mal. Vielleicht kann man sich da austauschen. Weil das ist so, ah, ich möchte am liebsten drüber reden, aber ich möchte nicht spoilern und ich darf nicht spoilern. Also wir haben auf jeden Fall so 100 Seiten lang, etwa 100 Seiten lang so eine zuckersüße Liebesgeschichte, wie man es eben denkt. Und dann macht die Geschichte eben eine Wendung und dann macht sie nochmal eine Wendung. Und das fand ich echt genial. Und das erwartet man auch nicht. Also man erwartet es nicht. Es steht auf dem Klappentext schon, dass Nisha schwierig ist. Und das steht schon. Und dass sie ihre Familie sehr liebt, steht schon hinten drauf. Aber man erwartet nicht, was man bekommt. Also wirklich grandios. Grandioses Buch. Und ja, ich finde die Regenschirme da drauf, jetzt wo ich Nisha kenne, sogar noch toller, weil sie liebt den Regen. Regen ist ihr Lieblingswetter und deswegen kocht Ben ihr auch Spaghetti im Regen und deswegen passen die Regenschirme auch so wundervoll. Und ja, verratet mal ihr mir eure überraschenden Twists in einer Geschichte. Das würde mich wahnsinnig interessieren. Und ob ihr das dann gut oder weniger gut fandet, verratet mir das mal bitte. Und ansonsten hoffe ich, dass euch meine kleine Videorezension wieder gefallen hat. Und gebt mir einen Daumen nach oben, wenn ja. Abonniert mich gerne. Klickt auf das Video, das ich euch noch verlinke. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Lest was Schönes.